Mit lieben Gästen feiert unser lieber Kaiser dem Jahreswechsel entgegen. Wir schalten in die Residenz seiner Majestät. Darf ich stehen? Majestät? Haben wir was in der Post? Sehr wohl, Majestät. Der ehemalige Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, hat geschrieben. Ah, den kennen wir. Ja, das ist immer der Order. 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 Was will er von uns? Herr Bercow ist wohl ein bisschen fad in der Pension. Nachdem er der englischen Königin schon gedient hat, würde er sich gerne in den Dienst Eurer Majestät begeben. Na ja, bitte, dann soll er einfach zu uns nach Österreich kommen, ins Parlament. Wir könnten dort ein bisschen Ordnung brauchen, sei verstanden. Eine hübsche Idee, Majestät. Allerdings ist der Posten, der im britischen Unterhaus den Speaker beschreibt, sehr ähnlich unserem Parlamentspräsidenten. Und davon haben wir gleich drei. Hofbildstelle? Naja, was ich verstehe, so wie die ausschauen, sind die eh pensionsreif. Und den dem wirklich niemanden abgeben. Wisst ihr was? Die sollen in Pension gehen und er soll zu uns nach Österreich kommen. Er kann gleich wieder bei uns anfangen. Aber er muss natürlich was lernen, nicht? Und das wäre, Majestät? Naja, bei uns kann er nicht Order, Order sagen. Bei uns muss er sagen Oeder. Oeder? Oeder. Oeder. Dann hat uns folgendes Schreiben erreicht. Herr Kaiser, mein Name ist Maxi Lampelmeier. Ich bin Stallbursche und schreibe stellvertretend für Aroso, der ein Pferd ist und selber nicht schreiben kann. Aroso ist offensichtlich eines jener Polizeipferde, die nun doch nicht zum Einsatz kommen, weil die Expertenregierung das Projekt gestoppt hat. Er macht sich ganz offensichtlich Gedanken über seine Zukunft. Zitat, bitte, ich möchte nicht als Leberkäse enden. Wem ist denn der Blödsinn überhaupt eingefallen mit den Polizeipferden, Seifenstein? Bei dem ehemaligen Innenminister Herbert Kickl, Majestät, Hofbildstelle. Also gut, bitte. Wissen Sie was? Schreiben Sie ihm, er kriegt ein Gnadenbrot und das Pferd auch. Zu Befehl, Majestät. Wer kommt denn jetzt, Seifenstein? Einer der berühmtesten deutschen Schauspieler und Autoren des komödiantischen Faches. Christian Tramitz. Hm. Christian Tramitz. Prosecco? Ja. Was denn da? Ja. Champagner habe. Muss ich mir selber einschenken, oder was? Mach ich ja für dich. Danke. Das ist auf einen dein Schädel. Trinken Sie nichts, euer Ehren. Möchtest du mal probieren? Hol ich mir da jetzt eh nichts? Ich hab's ja noch nicht angefasst. Schmeckt ihm das? Ich hab's noch nicht probiert. Na, trink einmal, vielleicht steigen wir um auf einen Wein, auf einen Österreich. Das wäre gescheiter, glaube ich. Ja. Und? Holen wir einen Wein? Ja. Ja, Seifenstein, was würden Sie empfehlen, Weißwein oder Rotwein? Nun, Majestät, das kommt darauf an, ob wir uns aus dem Oeuvre von Herrn Tramitz etwas zu Gemüte führen. Ja, unbedingt. Wenn Majestät zum Beispiel einen Film sehen wollen, in dem Herr Tramitz mitgewirkt hat, dann müssen wir reichlich Rotwein verabreichen vor März. Na, ist dann. Warum müssen wir Rotwein trinken? Majestät, Herr Tramitz hat einmal zu Protokoll gegeben, dass er sich selbst nur mit sehr viel Rotwein anschauen kann. Vollkommen also, richtig, ja. Nachvollziehbar. Das ist ganz schnell, vielen Dank. Ja. Prost. Wie viel hat er schon gesehen von sich selber? Ungefähr so für 10 Liter Rotwein habe ich schon angeschaut. 10 Liter? Ja. Das sind ein paar Stunden, oder? Ja, das oder ein paar kann. Minuten, je nachdem, ja. Wie man es ausfällt. Ne? Prost. Prost, euer Majestät. Das ist gut.
Jetzt hat er was gesoffen, zeigen Sie her, Seifenstein. Jetzt schnell. Nun, Majestät, dann würde ich einen Ausschnitt aus dem Film Der Schuh des Manitou vorschlagen. Meister. Hofbildstelle, bitte! Servus. Agua den Angang. Genau. Darf ich kurz vorstellen? Pacha Hase, Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa, Hase, Häuptlingssohn vom Stamme der Shoshonen. Shoshonen? Was, mein Gott? Jetzt lassen heute mal ausreden, du Arschloch. Uschi. Ja, das war ja wahnsinnig erfolgreich. Bravo. Ja, vielen Dank. Danke schön. Danke. Soll man nachschenken? Ja, wenn er noch mehr Ausschnitte zeigt, dann auf jeden Fall. Ein Zug hat er wie ein Österreicher. Ja, ja. Also, der war ja wahnsinnig erfolgreich, auch bei uns in Österreich, der Film. Ne? Das ist korrekt, Majestät. Der Schuh des Manitou war in den österreichischen Kinos sogar erfolgreicher als Titanic. Schau. Ja. Na gut, da hat man auch nicht gewusst, wie er ausgeht. Eben. Ne? Ja, wir haben noch was vor mit ihm. Ja. Jetzt hau rein, das zeigt er. Danke. Es langt. Dankeschön. Nein. Die Flaschen nicht so weit weg von mir, gell? Lass gleich stehen. Ja, lass gleich stehen. Wenn er ausflippt, der Biefke, dann haben wir was bedacht. Wobei, nein, jetzt müssen wir uns entschuldigen, er ist ja kein Biefke, er ist ein Bayer. Richtig. Nein, und das sind ja keine Biefke. Ne? Ja. In Bayern, wobei, hat er auch ein bisschen ein Problem, so ein sprachliches Problem mit dem Biefke? Ja, muss man schon sagen. Und der Humor? Ja, der Humor, das ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Ne? Wir sind in Wien schon vor Gölsen gestochen worden, die mehr Schmäh haben. Ja, auf jeden Fall. Reifelstein, er hat jetzt genug Rotwein, können wir noch was anschauen von ihm? Wollen, Majestät, vielleicht etwas Aktuelles sehen? Dann hätten wir Hubert ohne Staller, Hofbildstelle. Kommen Sie, Hubert, schauen Sie zu und lernen Sie. Hm? Frau Kaiser, schauen Sie mal. Ja, ich habe keinen Führerschein. Ah, stimmt, ja. Das habe ich vollkommen vergessen. Trinken wir was? Ja, ist schon lange nichts mehr. Ja, mir geht's jetzt mittlerweile mit ihm. Jedes Mal, wenn wir sehen. Erzählen Sie uns ein bisschen was über seinen familiären Background, Seifenstein. Nun, Majestät, das ist recht interessant. Herr Tramitz' Vater war eigentlich Jazzmusiker, später Produzent und er trug den Titel Hofkapellmeister. Ah, unter Ludwig II. Wahrscheinlich. Majestät, meinen den legendären Bayernkönig, Hofbildstelle? Ja, ja, natürlich. Ja. Nun, der hatte ganz bestimmt sowohl den Blues als auch den Swing, Majestät. Aber ich vermute, von der Zeit her sind wir da eher bei König Franz Josef Strauß. Hofbildstelle? Auch ein netter Kerl. Da gibt es ein Zitat vom Strauß. Wie lautet das Seifenstein? Sehr wohl, Majestät. Wer unter mir Kanzler ist, ist mir egal. Ja, das ist wie bei uns. Ja. Das ist uns auch wurscht, nicht? Und wollte er nicht dann auch Musiker werden, wenn der Papa schon ein ausgeflippter Jazzmusiker war? Ja, ich hatte das vor. Ich habe auch mal angefangen, Geige zu studieren am Konservatorium. Bin auch auf mehrere Wettbewerbe gegangen und hatte dann das Pech, dass ich gegen Anne-Sophie Mutter, ich weiß nicht, ob euer... Anne-Sophie Mutter? Anne-Sophie Mutter angetreten bin und da war ich natürlich chancenlos. Da ist nichts mehr gegangen. Und da war ich dann so frustriert, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt irgendwas, wo man eigentlich nicht so viel lernen muss und bin dann Schauspieler geworden. Also irgendwas, wo man nichts kennen muss. Genau. Haben wir da irgendwas über Geigen, Seifenstein? Majestät, sehr wohl. Interessant ist übrigens, dass Frau Anne-Sophie Mutter zugetragen wurde, dass sie quasi das Schicksal des Herrn Tramitz ist, dass er aufgrund des Mutterkomplexes das Geigenspiel aufgegeben hat.
Sie hat aber sehr milde darauf reagiert. Hofbildstelle, bitte! Ja. Lieber Christian, tut mir wahnsinnig leid, dass ich Ihre Geigerkarriere torpediert habe. Aber sollten Sie mal in der Kultserie Hubert und Staller zu Geige greifen wollen, bin ich sehr gerne bereit, das klanglich zu synchronisieren. Boah. Also, liebe Grüße, ganz besonders auch an Herrn Di Lorenzo. Ja, also das hat mich ein bisschen geärgert. Ich dachte, sie bietet mir an, dass ich ein Duett mit ihr spiele. Aber mich zu synchronisieren, wo ich eigentlich selber sehr gut bin, fand ich da ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ja. Wirklich? Ja, ich fand es saublöd. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich sie gesehen habe. Und lieber Herr Christian, oder was Sie da gesagt haben, habe ich gedacht, oh, jetzt kommt's. Ja, von wegen. Arschlecken 3000 war es dann. Ne? Naja, aber das können wir mir viel zerfstellen, oder? Ohne weiteres, Majestät, Augenweide. Na bitte. Ja. Oh Gott. Das ist aber nicht Anne-Sophie Mutter, oder? Na, aber die schaut besser aus. Ja. Aber die Geige haben wir Anne-Sophie Mutter genannt. Aha, das ist wahrscheinlich der letzte Hobel ungestimmt. Nein. Oh. Nein. Da haben wir schon geschaut, dass das stimmt. Wer hat das gemacht? Ja, das waren wir. Das ist eine sehr schöne Geige. Ja, aus unserem Privatbesitz. Aha. Auf der kann man auch spielen, wenn man spielen kann. Da steht Mandini drin. Ja. Also ich kenne Houdini und Stradivari, aber Mandini kenne ich überhaupt nicht. Wirklich nicht? Nein, überhaupt nicht. Das war der uneheliche Sohn. Ah. So jetzt wirklich, ich habe sehr lange nicht mehr Geige gespielt. Vielleicht. Ja, und Publikum vorher raus. Majestät, dem kaiserlichen Geheimdienst ist zu Ohren gekommen, dass es etwas gibt, womit man Herrn Tramitz motivieren kann. Es gibt etwas, das kann er absolut nicht ertragen. So das Gerücht. Hofdonstelle, bitte. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, ob's mit mir tanzen geht. Aus. Also entweder er spielt für uns oder der spielt für uns. Spiel. Das war echt gemein. Das sag ich dir. Euer Majestät, schnell oder langsam, sagen Sie. Was immer in die Finger kommt. Das ist jetzt wirklich gemein. Wirklich? Das ist scheiße. Das haben wir noch nie gehört. Euer Majestät, können Sie kurz einen Schluck Rotweinbrei vorher? Wollt ihr euch das wirklich anziehen? Ich kann jetzt sagen, ich bin besoffen, ich kann nicht gut spielen. Okay. Also. So. Bravo. Das Problem ist, ich kann nur das. Das ist das Blöde. Ich kann den Anfang, glaube ich, noch von Heidenkonzert G-Dur, aber es geht nicht weit. Ich sag's gleich. Ja, scheiße. Bravo! Bravo! Ich gebe die Geige mal. Also uns hat er überzeugt. Ja, Prost. Dass Schauspieler das Richtige war. Vielen Dank. Jetzt wirkt er langsam.
erzählen Sie uns ein paar Sachen, während er sich Hans aufzeigt. Nun, Majestät, es geht so weiter laut unseren Nachforschungen. Nachdem Herr Tramitz das Geigespiel hat sein lassen, verdiente er sich eine Zeit lang als Aktmodell. Hey, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht, ich sag's dir einfach. Nochmal, Zugabe! Zugabe! Nein, aus! Oh Gottes Willen, nein. Nee, nächste Frage. Na, kann man da irgendwo was kaufen? Ich hoffe nicht. Na. Aber es gibt noch irgendwo so eine Tonfigur von mir. Also nackt. Aber ich glaube eher abstrakt. Und jetzt raten Sie mal, was wir in unserem Archiv gefunden haben. Nein! Na, war Scherz. Ja. Er spinnt. Nein. Aber das Eifstein sucht noch. Was macht er denn normalerweise zu Silvester, wenn er nicht in Wien ist? Ich schaue, dass ich irgendwo bin, wo mich keiner... Ich bin ein absoluter Silvesterfeind, aber wegen eurer Majestät bin ich jetzt da und freue mich. Das war jetzt sehr geschleimt, aber gut. Na, in Wien ist das ganz normal. Nein, in Wien ist es normal. Man weiß, dass es nicht ernst gemeint ist, natürlich aber es ist nett, wenn man es sagt. Ist nicht. Aber versteckt er sich auch vor der Familie zu Silvester? Von der restlichen? Und so. Na, lasst mich alle. Nein, da habe ich keine Chance. Die finden mich, die kennen meine Verstecke mittlerweile und da habe ich, ich absolut chancenlos. Ausgezeichnet. Also, wir wünschen ihm einen guten Rutsch. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Wir freuen uns wahnsinnig, dass er bei uns gewesen ist. Ja? Genauso, vielen Dank. Ja. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Ja, natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Seifstein, wir würden gerne fernschauen, was gibt's? Nun, Majestät, es folgen nur zwei Klassiker der Fernsehgeschichte. Zunächst ein echter Wiener geht nicht unter, die Silvesterfolge, und danach Dinner for One. Dinge, die man sich immer wieder gerne anschaut. Immer wieder gerne anschauen muss, weil der ORF nichts anderes bringt. Also bitte. Na, schauen wir.